online. All systems nominal. Ja, servus Leute, und hier ist wieder euer Shirako mit der nächsten Runde MechWarrior. Und dieses Mal im Tor, ebenso wieder vor der Timberwolf, auch im legendären Lore-Setup vom MW3-Trailer. Und zwar mit einer ERPEP, einer AC10 und einer LRM15. Ich weiß, hört sich ein bisschen sporadisch an, ein bisschen, sagen wir einfach mal, ein bisschen spartanisch. aber ist eigentlich, also ich habe den das auch vorher schon mal gefahren, ganz interessant zu fahren. Also ist eigentlich effektiver, als man glaubt. Munitionstechnisch musste ich leider ein paar Abstriche machen, weil, frag mich nicht warum, aber das Setup passt irgendwie nicht so rein, wie es eigentlich sollte. Deswegen muss ich da leider ein bisschen meh, blöd halt. Ja, aber wie schon gesagt, nichtsdestotrotz ist schon wirklich eine ganz geile Kiste. Zumindest wenn ich hier mal die Waffengruppen einstelle. So. So. So müsste es hinhauen. Ist ganz cool, also eben auch so schnell wie die Mad Cat, ne? Jump Jets noch dazu, ist schon ganz cool, die Maschine. Ist jetzt halt wirklich nicht auf höchste Effizienz getrimmt, so wie es halt in MWO eigentlich, ja, sagen wir mal nicht sein sollte, aber sagen wir mal normal ist. Sondern so, ja, just for fun. Deswegen warte ich auch wirklich mit Beschuss, sobald ich auch wirklich nur Gegner nur wirklich auch vor mir habe, also weiß, dass ich treffe. Also ich gebe jetzt kein Deckungsfeuer oder sowas. Wirklich nur für den direkten Kampf. Ah, da hinten sind sie schon. Eins muss ich noch sagen, für die, denen das jetzt gleich aufgefallen ist. Im Lore-Setup ist es eigentlich eine LBX-10, keine AC-10. Der Punkt ist aber, dass ja im eigentlichen Clan-Setup, sage ich jetzt mal, die Munition während des Kampfes austauschbar ist. Das heißt, man kann also zwischen LBX und normaler Munition hin und her tauschen, und das haben sie leider hier im Spiel noch nicht implementiert. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt halt einfach mal entschieden für die normale Version, weil ich die halt einfach so auch lieber fahre. Nur als kleine Erklärung. New target acquired. Ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Holy moly! New target acquired. Da muss ich echt mit der Munition mal ein bisschen aufpassen, ey. Das geht halt mal gar nicht. Oh, 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 oh. Oh, der ist aber schön gestorben. Nice! Schön umgekippt, ey. Na, schade. Oh, Glück. Kommt gleich so ein ganzer Batzen an. Ist klar. Sag mal, bin ich genagt oder so? Wie konnte der mich verwählen, ey? Okay, der hat irgendeinen heftigen Alpha. Oh. Meh. Er hat einen ganz heftigen Alpha, der eine da. Muss ich richtig aufpassen.
etwas Schnelles rum. Center torso, critical damage. Huh? Okay, jetzt hatte ich gerade irgendwie ja, Framerate-Einbruch, also hatte er gerade ein Standbild. Ja, Mann, schöne schönes Deckungsspiel hier. Ah. Der Deiche muss nochmal vorgehen, das wäre megast. New target acquired. Schade. Target acquired. Na? Komm schon. Okay, ist down. Nein! Falsche Taste gedrückt! Ist klar. Ist klar. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass ich ein beschissener Jumpsniper bin, ne? Target acquired. New target acquired. Ich weiß nicht, ob der drin bleibt. Das ist gerade so mein... Target acquired. New target acquired. Na? Okay, der ist down. Target acquired. New target acquired. Na, die Schüsse kommen wahrscheinlich nicht drüber, ne? Nee, na, das war klar. LRM ammo at 25%. Yes! Tatsächlich noch gekriegt. Geilo. Sind die unten, oder? Das sieht tatsächlich sogar so aus. Ja, der wird mich vermutlich killen. Wenn ich da jetzt runtergehe, dann wird es mich vermutlich zerreißen. Oleg. Ist er down? Nice. Fuel at 25%. Fuel at 0%. Ich sehe echt ziemlich scheiße gerade aus, ey. Wo ist der Rest? Fuel at 25%. Also mit den Türmen will ich mich ungern anlegen. Ja? Also die würden mich hier sowas von eiskalt zerreißen jetzt. Ein paar LRMs habe ich ja noch über. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, also für den Tor fällt es mir persönlich echt sehr, sehr, sehr schwer, ein gutes Setup zu finden. Weil er einfach waffentechnisch nur, was waren es, ich glaube 22 Tonnen oder so zur Verfügung hat. Das ist halt für einen Heavy Mech schon
ziemlich, ziemlich krass wenig, finde ich persönlich jetzt. Ja, muss ich ehrlich sagen. Im Vergleich zu Madcat, der hat glaube 34 Tonnen. Das ist halt nochmal eine ganz andere Ansage, ne? Also, weiß nicht. Ist echt schwer. Richtig, richtig schwer. Da sind doch eigentlich noch Türme. Ah, was ist mit euch los? New target acquired. Ich löse den Turm nicht aus, Leute. Das könnt ihr mal gleich knicken. New target acquired. Nein! 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 Das gibt es nicht. Switch dieser Kackturm auf mich um, ey, die Sau. Oh. Schade. Echt schade. Der sieht aber auch nicht mehr so super aus, ey. Hm. Ich denke mal, für euch ist es ja auch kein Problem, wenn ich mal, wenn ich mal durch sowas verreck, oder Leute? Das kann ich ja auch. Schön. Ich bin mal echt auf den Schaden gespannt. Ich sag mal so 300 schätzungsweise jetzt mal. Vom Gefühl. Ah. 247. Scheiße. Aber das Geile ist immer noch mehr Credits als davor, ne? Geil. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo oder ein Däumchen da. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Shiroko, over and out.